Jetzt Bonus kassieren auf admiralbet.de. Herzlich willkommen zum Admiral-Spieltagstipp mit Dennis Kutrieb, Trainer von Tennis Borussia Berlin. Wir tippen nicht die Oberliga Nord, sondern wir gehen mal in die Regionalliga Nordost, gucken, was da so los ist und gucken, ob Dennis da auch seine Expertise ein bisschen spielen lassen kann. 29. Spieltag, erstes Spiel Optik Rathenow gegen den Berliner AK. Oh, für mich eine klare Sache für BRK. Optik hat sich zwar schon gefangen mittlerweile, aber jetzt waren sie am Ende dann doch wieder die letzten Spiele dann mit Niederlagen bestückt worden. Dementsprechend denke ich, es wird eine klare Angelegenheit. BRK hat das letzte Spiel verloren, da wird es sicherlich eine Trotzreaktion geben. Ich tippe auf ein 4-1 für BRK. Deutlich. Wacker Nordhausen gegen den Chemnitzer FC. Interessantes Spiel. Ich denke, Chemnitz hat sich auch wieder gefangen. Tippe ich auf ein 2-1 für Chemnitz. Bischofswerda FV gegen Babelsberg 03. Auch ein interessantes Spiel. Bischofswerda hat jetzt ein paar Spiele hintereinander gewonnen gegen Altklinike. Jetzt letzte Woche haben sie schon wieder gewonnen, ich glaube in Fürstenwalde oder sowas. Ja. 2-1 Bischofswerda. VSG Altklinike, der Verein, den ihr im Halbfinale aus dem Pokal gekegelt habt, gegen Union Fürstenwalde. Auch ganz eklig für Altklinike, jetzt mit der Niederlage den Druck gerade auf den Abstiegsplatz gerutscht zu sein. Fürstenwalde immer unangenehm. Aber ich hoffe trotzdem für Altklinike, deswegen tippe ich mal optimistisch und sage auch hier ein 2-1 für Altklinike. Hertha BSC 2 gegen Germania Halberstadt. Hertha BSC finde ich sehr, sehr spielstark. Die habe ich die Saison zweimal gesehen. Die haben mir zweimal richtig gut gefallen. Halberstadt auch immer unangenehm. Ist ja in der Regionalliga sowieso eigentlich so eine Grundlage. Die sind ja meistens unangenehm, die Gegner. Halberstadt hat auch einen Lauf, aber ich tippe trotzdem auf Hertha zu Hause 3-1. Das andere Halbfinale des Berliner Pokals, Viktoria gegen den BFC Dynamo, dann auch am Wochenende in der Liga. Ach, die spielen direkt nochmal, ist ja lustig. Tja, wenn wir jetzt schon das Ergebnis von morgen wüssten. Viktoria zu Hause gegen Dynamo, tippe ich mal auf ein 0-0. Klassisches 0-0, Oberlausitz, Neugersdorf gegen VfB Auerbach. Oh, das ist ein schönes Abstiegsderby. Beide müssen eigentlich unbedingt. Auerbach, Abstiegskampf eigentlich immer stark, wenn sie wissen, um was es geht. Aber auswärts, ich tippe auf ein 1-1. Und abgerundet wird der Spieltag mit Meuselwitz gegen Rot-Weiß Erfurt. Ja, mein Vorgänger Thomas Bodaric, der wird natürlich gewinnen. Da tippe ich auf ein 3-1 für Erfurt. Dann schauen wir mal, wie es kommt. Dennis hofft auf große Erfolge bei unseren Tipps. Wir werden es sehen. Danke. Jetzt mitmachen und Tippkönig werden. Wie könnt ihr mitmachen? Schreibt uns eine Mail mit euren Infos und schon könnt ihr den Spieltag eures Teams tippen. Der Sieger erhält am Ende der Saison einen attraktiven Preis von unserem Partner Admiral Sportwetten. Wir freuen uns auf eure Tipps.